was, das hast du noch, das Kabarett? Ja. Dann hast du alles, um ins Fernsehen zu kommen, oder? Tschakka! Los, erzähl mir einen politischen Witz. Ich lach jetzt schon. Na los! Schon peinlich, oder? Soll ich dir mal sagen, was peinlich ist? Hast du da einen Liedstrich? Ja. Warum? Das macht man so im Fernsehen. Hatte ich einen Liedstrich? Nee. Denk mal, wo danach? Frau Granne, tschakka! Du kannst es drehen und wenden, wie du willst. Du bist und bleibst ein Vogel. Schau mal nach links. Hä? Schau mal nach links, da ist links, schau mal nach links. Du mach mal, schau nach links, da. Alle haben dich gern, schau nach links, mach mal. Tschakka, du schaffst das, schau mal. Du mach, schau nach links. Machst du irgendwas? Nein. Ich sitze hier. Ich kann das, mach, schau nach links. Okay, schau nach rechts. Auf rechts. Schau das runter, schau das runter, so, schau das runter, schau das runter, so, schau das runter, schau das runter. Wusstest du? Was? Du kannst dich drehen und wenden, wie du willst, und bist und bleibst eine Pfeife. Du willst doch immer erwachsen sein. Ja. Ja, jetzt hättest du die Gelegenheit dazu. Du willst doch immer lustig sein. Jetzt hättest du die Gelegenheit dazu. Willst du mich provozieren? Sascha. Hab ich dich jemals, hab ich dich, ich bin noch dein, hab ich dich, Gesundheit, hab ich dich jemals, hab ich dich jemals provoziert? Hm? Alter Mann? Entschuldigung, alte Frau, ich hab den Liedstrich vergessen. Wie? Einen Moment, ich freue mich noch zu Ende. Wie kommst du denn darauf, dass ich alt werde? Ich sehe doch, wie du dich quälst. Hält sich die ganze Zeit an Stöckchen fest. Wie bitte? Ach, hören können wir Arminia. Hallo! Jemand zu Hause? Aber sehen kannst du mich noch, oder? Wo ist das Vögelchen? Ich bin hier, ist nicht da? Oh, was sehe ich denn da? Ein graues Haar. Was graues Haar? Dein Hosenstall ist offen. Oh. Werden wir vergesslich? Ja. Werden wir ein bisschen... Na? Tatterig? Bin ich tatterig? Pappnase. Sehr, sehr dünnes Eis. Sehr, sehr dünnes Eis. Noch so ein Ding... Noch so ein Ding, ich gehe zu René Marek. Rapante, rapante. Bist du neidisch? Hä? Du bist neidisch, sieht man ja. Wie, was sieht man ja? Na, sieht man ja, dass du neidisch bist. Wieso, wie sieht man das denn? Na, so wie du da stehst. Wieso, wie stehe ich denn? Na, neidisch halt. Wie steht man denn neidisch? Na, so. Stehe ich eben so? Ja, noch neidischer. Bin ich neidisch? Dann bist du eben verkrampft. Mach dich mal locker, mach mal tschakka, mach mal, mach mal. Mach mal tschakka, mach mal tschakka, tschakka, tschakka. Mach einmal. Du schaffst das. Na, na. Mach tschakka, lass das Stückchen los, lass das Stückchen los. Lass los. Brav.
Hundestützchen, Hundestützchen. Du sollst mir keine reinhauen, du sollst Schakka machen. Möge die Nacht mit dir sein. Ich bin dein Vater. Ja. Schakka. Was ist das? Schakka mit Liedstrich, oder was? Jedenfalls bist du vergesslicher als nicht. Als ich? Als dich sowieso. Du bist so vergesslich, du kannst deine Ostereier selbst verstecken. Oh, hier habe ich ein Ostereier. Wo kann ich das verstecken? Wo kann ich das verstecken? Vielleicht da. Ach, sie haben ein Osterei. Wo kommt das denn her? Überleg dir, was du sagst. Wieso hast du Angst, du vergisst es? Wir können ja mal gucken, wer vergesslich ist. Wir spielen, ich packe meinen Koffer. Ich packe meinen Koffer. Ja, pack deine Sachen und zisch an. Ich packe meinen Koffer, ist ein Spiel. Ich packe was in deinen Koffer? Welchen Koffer? In deinen Koffer. In meinen Koffer? Packst du schon mal gar nichts. Nehmen wir in meinen Koffer. Du hast einen Koffer? Ich habe einen Koffer. Du hast einen Koffer? Ja, den gelben in der Garage. Mit den Rollen drunter? Ja. Du hast einen Koffer? Das ist mein gelber Rollkoffer. Da habe ich in letzter Zeit den Abfall reingeworfen. Ich dachte, das ist die gelbe Tonne. Jetzt ist dein ganzer Müll in meinem Koffer. Nee, du hast Glück, gestern wurde geleert. Dann nehmen wir in irgendeinen Koffer. Ich dachte, meine Sachen nicht in irgendeinen Koffer. Sascha, wohin geht die Reise eigentlich? Es ist völlig egal, wohin es geht. Nein, ich muss ja wissen, wo es hingeht. Fahren wir in die Berge, fahren wir an die See? Kommen Frauen mit oder muss ich das zum Anziehen einpacken? Hör mal, wenn ich nicht entscheiden könnte zwischen dir und 2 Wochen Hawaii, ich würde dich sehr vermissen. Das reicht. Ja, mir reicht auch. Ja, mein Name ist Sascha Grammel. Das ist ja auch ein Name, den man sich merken sollte. Wer weiß, nee. Wer weiß, ob man ihn jemals wieder hört. Heute immerhin 2-mal. Ja, vielleicht habt ihr es schon. Kannst du mal die Mütze abnehmen? Hätt's nicht. Das geht nicht? Nein! Ich hatte einen Unfall. Beim Fahrradfahren? Nee, beim Friseur. So. Wieso, was hat der gemacht? Der hat mir so ein Zeug in die Haare geschniert. Warum? Gegen Schuppen. Und sind die Schuppen weg? Nee, die neuesten Haare auch. Kann man ja tragen, als Frage. Ja, vielleicht habt ihr es ja auch schon gemerkt. Alles klar? Juckt ein bisschen. Ja. Mach weiter. Ja. Dieser Vogel... Entschuldigung. Ja. Dieser Vogel kann doch tatsächlich sprechen. Ja, ich kann sprechen. Kannst du fliegen? Nein, ich kann nicht fliegen. Warum bekommst du dann die ganze Gage? Und ich krieg nur 5 Euro. Weil ich die Texte schreibe. Aber die Texte sind scheiße.
Das stand nicht im Text. Kam aber gut an. Ja. Warum grinst du denn so? Was? Also erstens, der Herr grinst nicht, ja, sondern er lacht. Ja. Ja, und außerdem heißt es für dich immer noch sie. Sie grinst. Er grinst. Er grinst also doch. Er lacht. Er grinst. Er lacht. Er grinst. Zum letzten Mal, der Herr lacht. Noch. Weißt du, anstatt die Zuschauer zu ärgern, ja? Ja, könntest du dich vielleicht erst mal vorstellen. Vorstellen? Ja. Ich? Ja. Jetzt fang nicht an zu stänkern. Würdest du dich jetzt vorstellen? Wie heißt das Zauberwort? Bitte, würdest du dich jetzt bitte vorstellen? Vielleicht noch ein bisschen freundlicher. Freundlich, freundlich, freundlich. Wer freundlich ist, kommt weiter. Hasi. Kannst du mal weggehen? Ja, das musst du schon machen. Ach so. Wärst du so nett und würdest uns deinen Namen verraten? Jetzt habe ich keine Lust mehr. Dann mache ich es. Meine Damen und Herren, ich darf vorstellen... Frederik! Frederik, bist du mal so nett, nimmst deine Hand aus meinem Gesicht? Bist du Tierarzt? Nein. Dann nimm deine Hand aus meinem Hintern. Ja. Ja, jetzt, wo wir mal drüber gesprochen haben, denke ich mal drüber nach. Frederik, mein Name ist Frederik. Und weiter? Hetz mich nicht. Du sollst jetzt deinen Nachnamen sagen. Ganz. Ja. Ich heiße Frederik Freiherr von Furchensohn. Ist das adlig? Ja. Mein Vater ist ein Adler. Ja, ja. Da guckst du. Ja, ja. Und deine Mutter? Fasan. Ja. Das kann man im Ansatz sogar noch erkennen. Sascha, ja? Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du ein echt guter Bauchredner bist? Nein. Dann frag dich mal, warum. Das reicht. Nein, ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht.